Investitionen in Ausbildungsplätze sind eine Investition in die Zukunft eines Unternehmens, aber auch eine Investition in die Zukunft unseres Landes. Gerade unter der besonderen Bedingung der Pandemiekrise ist es erforderlich, dass Unternehmen nach vorne schauen. Und gerade ein Unternehmen wie die Telekom kann das. Sie hat gut verdient und sie wird auch in Zukunft eben gut verdienen. Aber sie wird auch letztlich für unser Land Dienste leisten müssen, weil wir haben gesehen, dass gerade die Medien, dass gerade die Verkabelung, dass gerade das digitale Angebot eine Zukunftsinvestition für unser Land, aber auch für junge Menschen sind. Umso unverständlicher ist mir, dass das Unternehmen nicht in die duale Ausbildung weiterhin investieren will, ja sie sogar zurücknimmt. Das sind gute Arbeitsplätze, die dort geschaffen werden. Das ist eine praktische Ausbildung, das ist eine schulische Ausbildung und das ist etwas, was junge Menschen heute brauchen. Umso mehr geht hier die Schere auseinander, weil auf der einen Seite Herr Höttges noch zusätzliche Boni für sich einführt und letztlich auch eben Dividenden ausgeschüttet werden. Alles das passt nicht zusammen und deswegen finde ich den Protest von jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von jungen Menschen, die eine Zukunft suchen. Aber ich hoffe eben auch in der Solidarität der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Kolleginnen und Kollegen so wichtig. Die Solidarität von Seiten der SPD-Bundestagsfraktion besteht, weil wir haben ein großes Paket mit auf den Weg gebracht, gerade in dieser Pandemie, dass wir Ausbildungsplätze sichern wollen, dass wir Unternehmen unter die Arme greifen, die an ihren Ausbildungskapazitäten festhalten. Und alles das ist jetzt notwendig, damit wir eine Zukunft haben, eine gemeinsame Zukunft.